Siehst du mir beim Schlafen zu? Ja. Das ist creepy, Claire. Ist nur zur Beruhigung, ich... Was erhoffst du dir denn auf dem Mars, Cat? Gar nichts. Ich verstehe schon, was du denkst, glaube ich. Manchmal ist das, was wir wollen... Es ist sehr schwierig, das Richtige zu tun. Ich glaube, Isaac hat's immer gut gemeint. Isaac? Du meinst Dad? Dad hat es gut gemeint. Ich will nur, dass du verstehst, dass er nicht immer gut darin war, das Richtige zu tun. Wenigstens versucht er, das Richtige zu tun. Nur das ist von Bedeutung, oder? Er kümmerte sich um uns und konnte damals nichts tun. Ja, du hast recht. Dass ich ihn finden will, ist doch normal, nicht wahr? Ich muss sicher sein, dass, wenn wir dort sind, du das Richtige tun wirst. Cat, ich will nur das Beste für die Mission. Und das mache ich auch. Okay? Die Blenden sind zu für etwas mehr Spannung. Denn was sich vor uns befindet, das begeistert, schockiert und entzückt vielleicht. Was? Obwohl Outward die Bösen sind, haben sie etwas Erstaunliches gebaut. Okay, du musst sie trotzdem nicht lobpreisen. Okay. Da verpasst du mir einen Dämpfer, aber gut. Opera Team, das ist die... Arche Labos. Seht euch das an. Habt ihr schon mal solche Solarplatten gesehen? Sieht so aus, als hätten sie Standard-PV-Platten mit einer Art CSP-Schicht verbunden. Bitte was? Es scheint, als ob diese Platten die Solarstrahlen optimal bündeln, bevor sie die photovoltaischen Halbleiter treffen. Das erhöht die Effizienz, und zwar exponentiell. Wie kommt's, dass sie so fortgeschritten sind? Warum sieht sie verlassen aus? Sehen wir nach. Sarah, Ryan, Anzüge an und bereitstehen. Kathy, vorbereiten zum Andocken. Ich übernehme den Andockvorgang? Ja, du bleibst an Bord der Zephyr mit mir. Jetzt führ den Befehl aus. Gut, Ryan und Sarah, bereit fürs Boarding? Überwacht bitte dieses Terminal. Okay. Kathy, CMG und Pitt sind für manuelle Steuerung freigegeben. Bin dran. Wegpunkte 0 und 2 sind berechnet und definiert. Abbrechen von Wegpunkt 2 nicht automatisch. Letzte Go-No-Go-Abfrage an Wegpunkt 2. Kathy, los. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Deliver Us Mars. Ja, und dem Mars sind wir jetzt ziemlich nahe gekommen. Der ist nämlich direkt neben uns und auch ein Schiff der Arche. Ein Schiff, in dem viel Geld und Ressourcen geflossen sind. Wenn wir uns nämlich noch zurückerinnern an Deliver Us the Moon, an den Vorgängertitel von Deliver Us Mars, haben wir ja ziemlich viel über das Projekt herausfinden können. Unter anderem eben, dass das eine Art Geheimprojekt war, unter Verschluss und nur bestimmte Anzahl an Leuten oder generell bestimmte Leute von diesem Projekt wussten, unter anderem eben der Lunarrat, und ziemlich viel Geld und Ressourcen in dieses Projekt geflossen sind und eben andere Projekte dann auf dem Mond nicht mehr so bevorzugt wurden, die zur Instandhaltung dienten, die zum Abbau von Helium-3 dienten beispielsweise.
alles ist in dieses Projekt geflossen, in Projekt Arche, und was sie damit bezwecken wollten und aufbauen wollten, das sehen wir jetzt hier, nämlich eine sehr, sehr, sehr fortgeschrittene Technologie, von der wir bestimmt auch noch was lernen können. Es sind ja unsere Leute eigentlich, es ist die WSA, es sind ehemalige Mitarbeiter, es ist unser Papa, der ganz schön viel aufgebaut hat in der WSA und der natürlich auch hier einen wichtigen Beitrag, denke ich mal, geleistet hat, damit das alles jetzt hier so aussieht, wie es aussieht. Gut, wir übernehmen den Andock-Vorgang. Ich bin gespannt. Was machen wir hier überhaupt? Geschwindigkeit, Geschwindigkeit horizontal und vertikal. Aktiver Schub, Hitzeschutzklappe, Triebwerk 2. Okay. VS, vorwärts, rückwärts bewegen. AD, seitlich bewegen. Spacebar nach oben bewegen und Left Control nach unten bewegen. Gucken wir mal. Wir müssen dort andocken. Warte mal. Nach oben bewegen. Genau. Ganz, ganz, ganz vorsichtig. Wegpunkt 1 erreicht. Beginne Manöver zu Wegpunkt 2. Verstanden. So, und jetzt ein bisschen abbremsen. Hallo, hallo, abbremsen. Also hoppla, ich muss ja hier hin. Weil wir müssen schon gerade raus. So, und theoretisch müssten wir jetzt nur noch gerade drauf zufahren. Das sollte theoretisch ganz gut klappen. Ich will jetzt natürlich nicht mit dem vollen Karacho da ankommen, das ist ganz klar. Deswegen bin ich hier mal ein bisschen langsamer unterwegs. Wir könnten vielleicht auch 200 mit dem fahren. Wir sind gerade mit 60 unterwegs. Letzter Wegpunkt. Beginne Vorbereitungsphase. Letzte Überprüfung. Bereit. 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 Verstanden. Kathy, du schaffst das. Ich werde mein Bestes geben, meine Liebe. So, man sieht hier, wir sind gerade mit plus 1, minus 0,08. Das ist eigentlich ziemlich gut. Wir sind gut ausgerichtet. Geschwindigkeit werden wir mal ein bisschen verringern. Gehen wir mal runter auf 30. Und dann müssen wir nur noch andocken. Wir gehen runter auf 20. Wir sind ziemlich nah dran. Runter auf 15. 10. Und jetzt nur schön andocken. Vorbereitung durch. Vorbereitung bestätigt. Cool. Andocken abgeschlossen. Bestätige. Sauber angedockt, Kathy. Gute Arbeit. Danke. Ryan, Sarah, ihr dürft das Schiff betreten. Davon sind wir ausgegangen. Wir sind schon auf dem Weg. Verstanden. Später bekommt ihr einen Tadel für Ungehorsam. Ich trage das Urteil mit Würde. Ich kann das mit Ihnen untersuchen. Wir brauchen nur ein... Das ist nicht nötig. Es ist auch nicht nötig, hier zu bleiben. Kathy, respektiere meine Befehle. Du bist meine Schwester. Deine Kommandantin. Claire, würdest du dir hier bitte kurz was ansehen? Das Innere ist wie ein riesiges Labyrinth. Könnte dauern. Verstanden, Sarah. Kathy kommt jetzt rüber. Okay, wir machen also doch mit der Erkundungstour, habe ich das Gefühl. Na, das kann erspannt werden. Und ich glaube, Claire will uns deswegen hier behalten, damit wir eben nicht dort drüben jetzt gleich anfangen, nach dem Papa zu suchen und irgendwie dann zum Schluss nicht mehr lebendig rauskommen, sondern damit wir uns erstmal zurückhalten, hier an Bord bleiben und hier an den anderen den Vortritt lassen. Ich denke mal, das ist die große Sache, warum wir nicht die erste Person sind, die da drüben das Schiff betritt, denn es sieht tatsächlich sehr, sehr verlassen aus. Und wenn da noch irgendjemand wäre, dann hätte uns der doch bestimmt schon kontaktiert. Der würde ja bestimmt nicht einfach ein fremdes Schiff hier andocken lassen, ohne irgendwie kommunizieren zu können oder zu wollen, ohne irgendwie ein Anzeichen von Leben zu geben. Also, ich glaube, das hier ist nicht mehr so bewohnt. So, okay. Wir müssen wieder schweben. Claire, ich sag Dankeschön, dass wir die Aufnahme übernehmen durften, überhaupt hier anzudocken. So, dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Ist das die Luftschleuse oder ist das was anderes? Ich glaube, das ist die Luftschleuse, durch die wir müssen. Hier geht's sowieso nicht durch. Na, gucken wir mal. Ich bin gespannt. Licht machen wir mal an, dass wir auch was sehen können da drüben. Und das kann ja was werden. Wo sind denn die anderen beiden überhaupt?
Docke Ayla für dich ab. Ich schicke sie rüber. Verstanden. Okay, wir sind hier. Hey, meine Hübsche. Und sie ist auch hier. Cool. Okay, einen anderen Weg gab es hier sowieso nicht. Ada ist auch hier, das passt perfekt. Und jetzt müssen wir uns hier natürlich erstmal wieder ein bisschen zurechtfinden. Wo geht's denn hier überhaupt lang? Hallo? Ich bin hier ein bisschen vorsichtiger unterwegs. Wir wissen ja nicht, ob da vielleicht nicht noch irgendwann mal jemand noch auftaucht oder vielleicht irgendwelche Schutzmechanismen oder sowas eingebaut wurden und wir gleich hier abgeschossen werden oder so. Man weiß ja nie. Die Instrumente scheinen alle noch zu funktionieren. Auch wenn das hier ein bisschen bedrohlich rot leuchtet. Da nach oben geht's nicht. Zu den Structures wollen wir nicht hin. Für uns geht's hier rein. Ist es auf dem ganzen Schiff so ruhig? Soweit ich weiß, ja. Sieht ganz so aus, als wäre das geplant gewesen. Ich glaube, wir haben da vorne das nächste Objekt, das wir scannen können. Vermerkt. Und zwar die Kolonistenuniform. Oh, vermerkt, hoppla. Das müssen wir uns jetzt hier anschauen. Menschen von Outward, die Kolonistenuniform von Outward. Alle Kolonisten trugen die gleiche Kleidung, hat irgendwas Sektenhaftes. Andererseits sorgt es aber auch für eine gewisse Gleichheit und einen Zusammenhalt, was irgendwie Sinn ergibt. Die Kolonistenkleidung. Müssen wir mal ganz kurz gucken, da steht eh immer dasselbe, was wir hier lesen, oder? Trümmer der Pearson-Station, ja. Die Torpor-Kapseln, genau, das ist immer das gleiche, was da steht. Passt, da gibt es also keine Zusatzinfos, die wir uns dann noch holen könnten. Maintenance saves life, maintenance can save your life, okay. Das kennen wir auch schon, wobei, warum das hier hängt, ist eine andere Frage. Das hat ja überhaupt nichts mehr... Gut, da geht es eigentlich nur ums Reparieren. Hat ja überhaupt nichts mehr mit dem MPT zu tun. Die haben ja den MPT eigentlich links liegen gelassen und wollten sich irgendwo eine neue Zivilisation aufbauen. Structures. Okay, wir gehen mal weiter. Da wurden also ein paar Objekte recycelt vom letzten Spiel, aber das macht überhaupt nichts. Ich glaube, die hier kommen mir auch ziemlich bekannt vor. Diese Ressourcen beispielsweise, Never Go Out Without ASI by Your Side. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir haben unsere ASI-Einheit bei uns. Aber ich werde mich mal trotzdem ganz vorsichtig hier durchbewegen. Denn man weiß ja nie, was da kommt. Jede 5 Meter hängt ein Feuerlöscher. So, ich vermute mal, da oben kommen wir nicht weiter. Oder geradeaus kommen wir nicht weiter. Nee. Keine Ahnung, wo uns diese Reise hinführt. Wow. Ayla, siehst du das? So viele Kryokapseln an einem Ort. Huiuiuiui. Und das schaut spannend aus. Das schaut sehr, sehr, sehr spannend aus. Alter Falter. So viele Kryokapseln an einem Ort. Wir nehmen jetzt mal eine Umrundung hier. Da sind, ich sag jetzt mal geschätzt, 20 bis 30 Kryokapseln. Dann haben wir das Ganze vielleicht mal 20. Also da sind schon immens viele Leute stationiert gewesen hier. Hin und wieder mal ist eine von den Kryokapseln offen. Wo war denn die offene jetzt eigentlich? Warte mal, wo sind wir denn jetzt? Hier. Gab's offene. Gehen wir mal ganz kurz raus, denn in einer von diesen vielen Krygo-Kapseln finden wir was. Jetzt ist es nur die Frage, welche das ist.
Müssen wir uns kurz mal ein bisschen umschauen hier, würde ich sagen. Es ist die hier. Ein neuer Astrotalk. Majoran und Luxmi. Am 21.09.2054. Mein Dad hat am 23. Geburtstag. Keine Sorge, ich habe ihm ein Geschenk von dir gekauft. Wäre cool, wenn du Zeit für einen Videocall hättest. Hallo Mom, ich weiß, ich rufe an und es ging ganz schrecklich für ihn. Und danke, dass du ein Geschenk besorgt hast. Ich war so beschäftigt, dass ich keine Zeit dafür hatte. Du musst echt aufhören, das Emoji zu schicken, Mom. Du hast keinen Schimmer, wie man das benutzt. Stimmt. Tut mir leid, deine Mama wird zu alt für sowas. Am 23.09., also 2 Tage später, Major, in den Nachrichten sagen sie, dass die Energie vom Mond nicht mehr fließt und dass sie alle durchdrehen. Bitte ruf bald an. Dein Astro-Tool funktioniert noch, du erhältst meine Nachrichten. Bitte antworte mir. 9.20 15.43, also das war der Tag, an dem der Strom aufgehört hat, vom Mond an die Erde zu fließen. 23.09. Achso, hoppla. Derselbe Tag, 24.09. Ich erreiche dich nicht, bitte ruf mich an, wir sind Krankvorsorge. Mitten in der Nacht um 4.14 Uhr. Auch am nächsten Tag, niemand sagt uns, was los ist. Meld dich einfach und lass uns wissen, ob es dir gut geht. Am 26.09. Wo bist du, Major, bitte? Und am 30.09. Was sollen wir ohne dich machen, bitte? Auch mit diesem komischen Smiley wieder. Der Lachsmiley, der hier vollkommen unangebracht ist. 30.09. Das heißt, sie haben eine ganze Woche lang nichts gehört. Der Tag, an dem der Strom aufgehört hat zu fließen. Und man sieht doch, dieses Astro-Tool hat kaum noch Akku. Na gut. Bemerkt. Wir nehmen es natürlich mal mit. Wow, wow, wow. Das sieht schon wirklich, wirklich krass aus. Ich werde hier mal einen kurzen Schnitt setzen. Ich weiß nämlich leider nicht mehr, wo die nächsten Sammelobjekte sind und wir machen gleich weiter. Es geht noch mal ein bisschen in dieser Folge und ich gucke mir mal ganz kurz an, wo die nächsten Sammelobjekte sind, damit wir genau Bescheid wissen, wo wir später Ausschau halten sollen, damit wir auch alles mitnehmen können von den Sammelobjekten. Wir sehen uns in wenigen Sekunden wieder. Bis gleich. So, Freunde, weiter geht's. Die nächsten Sammelobjekte sind gesichert und das nächste ist auch gar nicht mal so weit entfernt, nämlich da vorne ein erstes Hologramm. Ein Hologramm? Hier! Woher hast du diese Daten überhaupt? Hast du Geheimnisse vor mir, Ayla? Schauen wir uns das mal an. Und vielleicht erfahren wir ja endlich mal was darüber, warum es hier so viele Kryokapseln gibt. Weil das sind ja wirklich, da kannst du ja 100, 200 Leute unterbringen in dem ganzen Jahr. Hundertprozentig. Man sieht, bei dem einen oder anderen ist vielleicht eine Fehlfunktion aufgetreten. Das ist schon rot, aber der Großteil funktioniert. Es ist halt nur keiner hier. Die Frage ist eben, wo sind die alle? Dechiffrieren? Ach du Scheiße, was soll man denn hier tun? Spacebar, Left Control, Höhe kontrollieren. Die RR für Lampe. Ach, wir können auch eine Lampe anmachen. Na gut, das bringt glaube ich nicht so viel. Aha, wir müssen das erstmal zusammensetzen irgendwie. Und je nachdem, von welcher Richtung wir drauf schauen, setzen wir das Ganze also irgendwie zusammen. So alt bin ich nicht. Warte. Rosa? Ihr könnt mich loslassen. Ich werde schon nichts tun. Entschuldigung, Anweisung von Direktor MacArthur. Outwardian, willkommen zum Neuanfang. Wir sind wahrer Größe, so nah,
Wir sind das Ergebnis von 1000 Jahren technologischem Fortschritt. Die Erde war einmal. Sie wird sich nicht von durch uns zugefügten Schaden erholen. Doch jetzt haben wir die Chance, die Geschichte zu korrigieren. Eine Zukunft ohne Konflikt, ohne Spaltung, unberührt von Schwäche und Zweifel. Wir haben Wissen und Kraft, um eine nachhaltige Utopie zu erschaffen. Ein Ort für euch, all eure Kinder und Enkel. Mit meinem 5-Jahres-Plan schaffen wir eine beständige Basis für Outward. Gemeinsam. Und Arche Vita? Brauchen wir dafür nicht alle 3 Archen? Den Verlust der Arche Vita werden wir verkraften, wenn wir hart arbeiten, um sie zu ersetzen. Doch nur gemeinsam können wir Erfolg haben. Wenn wir nicht zusammenarbeiten, scheitern wir. Wenn wir einander bekämpfen, werden wir scheitern. Bei diesem epischen Unterfangen sind wir nur so stark wie das schwächste Glied. Also, Menschen von Outward, wir stehen an der Schwelle. Gemeinsam können wir etwas Besseres schaffen. Sammelt eure Sachen und macht euch für die Landung der Arche Habitas auf dem Mars bereit. Aufbruch in 2 Stunden. War die Aktion wirklich nötig? Was wolltest du durch das Umlenken des Schiffs erreichen? Rosa, ich will dich nicht zur Mitarbeit zwingen, aber... Sag das deinen Leuten, die mich eskortieren. Es tut mir wirklich leid. Aber wir brauchen dich. Outward braucht dich. Deine medizinischen Kenntnisse sind unabdingbar. Das Leben aller hängt davon ab. Ich gebe mein Bestes. Danke. Ich mache das nicht für dich, William. Rosa und die anderen. Ayla, wenn sie es an die Oberfläche geschafft haben, sind sie vielleicht bei Dad. Ayla, ich trage das hier selbst in mein Astro-Tool ein. Also streich das aus deinen Backups, okay? Den anderen sagen wir später Bescheid. Erst suchen wir Dad. Na, ich denke mal, bis wir ihn wiederfinden, wird das noch eine ganze Weile dauern, denn die anderen 2 Archen sind ja viel, viel früher losgeflogen von der Mondkolonie, von der Mondbasis, als die letzte Arche, Arche Vita nämlich. Da sollten ja wir eigentlich auch dabei sein, aber wir haben ja gesehen, was damals passiert ist beim großen Showdown. Und das hier war unser erstes Hologramm, das wir gesehen haben. Luxmian Majoran, das war dieser Astro-Talk. Und hier, wie man eine Kolonie führt, der Größe so nah. MacArthur hält eine große Rede über Outwards Versprechen an die Kolonie. Offenbar hat Rosa versucht, die Arche zu übernehmen und sie zur Erde zu bringen. Und da sieht man eigentlich schon, wenn man sich das mal ganz genau anhört, was er da so spricht, widerspricht er sich während seiner Rede eigentlich schon selber. Er hat nämlich gesagt, wir dürfen nicht streiten, wir müssen zusammenarbeiten und dann eben dieses ganze Projekt, die Arche zu einem größeren Projekt zu machen, um eben die Menschheit neu aufzubauen, um die Menschheit auf Vordermann zu bringen. Das geht aber eben nur gemeinsam und ohne Streit. Und zwischenzeitlich streitet er aber selber mit seiner eigenen Führungsetage. Wir haben Rosa und wir haben ihn, die das hier alles führen. Wir haben natürlich auch noch Isaac, aber der ist ja nicht hier. Also denke ich zumindest mal, der wird ja erst mit einer anderen Arche nachgekommen sein. Der ist ja nicht hier. Also wir haben die beiden, die das Schiff leiten wollen, während er hier große Reden schwenkt und sagt, oh, wir dürfen nicht streiten, alles muss perfekt sein, streitet er mit seiner eigenen Kollegin. Obwohl er das Schiff eigentlich mit ihr leiten sollte. Das heißt, die Zeiten da oben und die Sachen da oben können gar nicht so rosig sein, wie er sich das vorstellt. Das heißt, es war eigentlich eine Rede, um die Leute zu beruhigen, weil es anscheinend gerade drunter und drüber ging. Rosa hat versucht, das Schiff zu übernehmen und wieder zurück zur Erde zu bringen und das hat natürlich ihm ganz und gar nicht in den Kragen gepasst. Und um seine Leute wieder hinter sich zu bringen, um seine Leute zu beruhigen, musste er eben diese Rede halten, damit das hier nicht noch zu einem Aufstand führt zum Schluss und er dann mit seinem Projekt scheitert. Denn das wäre jetzt definitiv keine gute Idee mehr. Jetzt sind sie schon so weit gekommen und dann kurz vor Schluss soll das Projekt scheitern? Na, da hat er schon seine Möglichkeiten und Tricks, um das irgendwie nochmal in die richtigen Bahnen für ihn zu lenken.
Ich bin ja gespannt. Das heißt also, wir wissen mittlerweile, warum hier niemand mehr ist, warum all die Kryokapseln näher sind, weil es eben hier oben niemanden mehr gibt. Die sind alle irgendwo auf dem Mars gelandet, aber ob wir dort so schnell den Papa wiederfinden, ich glaube eher nicht. Ich glaube eher nicht, ich denke mal, das wird noch eine ganze Weile dauern. Denn der ist ja nicht auf dieser Arche gewesen. Sind wir hier noch richtig? Die Türen gehen da eh nicht auf. Sollte mir das notieren. Potentia. Diese Technologie ist viel weiter fortgeschritten als unsere. Die Leute in Outworld waren wirklich das Beste, was die Erde zu bieten hatte. Ja, das haben wir ja schon gesehen, nachdem wir uns gerade gewundert haben, wie das alles hier überhaupt aufgebaut werden konnte. Die Leute hier haben es drauf. Die Leute haben es drauf, aber man hat ja nicht irgendjemanden zum Mond geschickt, sondern nur die Besten der Besten. Und eben von diesen Besten der Besten wurden die Allerbesten genommen, um bei diesem Projekt hier mitzuhelfen. Ob sie wollen oder nicht, es gibt hier keine Wahl. Du bist auf dem Mond. Und wenn einer durchdreht und sagt, das wird gemacht, dann wird das gemacht. Denn Plan B ist der sichere Tod. Das heißt, wir können schon mal fix davon ausgehen, dass hier nicht jeder freiwillig ist. Aber eben jeder mitarbeiten muss, damit alle überleben. Leute, der Solarenergietransformer der Arche. Diese Paneele haben 90%ige Effizienz. Was? Die besten, die wir in den letzten 20 Jahren gebaut haben, kommen nicht mal auf 40. Sarah, kannst du Daten zum Netzwerk finden? Die können wir als Beweis mitnehmen. Bin dran. Wenn das stimmt, hat Ryan den fortschrittlichsten Energiewandler der Menschheitsgeschichte gefunden. Warum funktioniert er dann nicht? Da ist es ja. Er funktioniert. Aber sie haben ihn ausgeschaltet. Komisch. Aber die große Frage ist, warum? Damit eben niemand, so wie wir hierher kommen kann und dieses System entdecken kann? Vielleicht haben sie das ja nur gebraucht, um hier quasi überleben zu können, solange bis sie sich auf den Mars eben absetzen und damit niemand mit dieser Technologie irgendwas anfangen kann, weil ja eigentlich logisch sein sollte, dass möglicherweise von der Erde irgendwann mal eine Art Rettungsmission oder eine Art Mission nach da oben gesteuert wird, nämlich um die Arche wieder, um die Arche zu finden und möglicherweise die Leute dann vor ein Gericht zu bringen, die hier sagen, sie scheißen auf die Welt und bauen sich einfach mit irgendwelchen ausgewählten Leuten irgendwo was anderes auf. Das geht natürlich nicht. Auch die Ressourcen und so weiter und so fort ist ja nicht der ihr Eigentum. Die waren zwar in der Führungsetage, aber das war's dann auch. Naja, da hinten haben wir den Mars und ich vermute mal, wenn die jetzt da unten sich was aufgebaut haben, war das hier oben möglicherweise nutzlos. Deswegen haben sie es abgedreht, bevor irgendjemand anderes noch einen Nutzen daraus ziehen kann. War es das hier, ein Laufband? Ich glaube fast ja, aber warum sind dann diese Dinge hier? War das so eine Art Fitnessstudio? Ich weiß es gar nicht. Sieht fast so danach aus. Da vorne kann man sitzen und rausgucken. Hier kann man trainieren. Ich glaube, das war so eine Art Fitnessstudio. So, mal gucken, was wir hier noch finden können. Es gibt hier wirklich viele Sammelobjekte. Lampe haben wir an. Und da gibt's die nächste Ausgabe unseres Comics, aber diesmal nicht vom Mond, sondern vom Mars. Der Marsman. Marsman Ausgabe 1 gestrandet, aber derselbe Autor und dieselben Illustrationen, aber natürlich eine andere Geschichte. Der Astronaut verlässt den Mond, sein Ziel der Mars. Seine Vision eine strahlende Zukunft im Kreise der Begünstigten. Als das Schiff des Astronauten jedoch von einem Asteroiden getroffen wird, steckt unser Held in einem tiefen Schlaf fest. Jahrhunderte umkreist sein Schiff den roten Planeten und der Astronaut schläft weiter, verborgen und unbekannt, bis wir rausfinden, wie es weitergeht im nächsten Teil. Bemerkt. Denn die nächste Ausgabe müssen wir erstmal wieder finden. Boah, krass, 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 krass. Und da sieht man aber mal, das hier ist tatsächlich riesig. Nicht so klein wie unser Schiff. Kraftprotein, 30 Portionen für 10 Leute oder was? Pax 10? Mindesthaltbarkeitsdatum für immer und ewig. Aber gut, unser Schiff ist konzipiert für 4 Leute. Das hier ist wahrscheinlich konzipiert für 400. Oh. Ah. Ein weiterer Astro-Talk von Jeremy und Kofi am 27.03.2056. Mir ist so langweilig hier. Das Schiff macht praktisch alles allein. Hast du deine Rationen nicht gerade erst Was? Hast du deine Rotation nicht gerade erst begonnen?
erinnere mich nicht daran, noch 3 ganze Monate mit Guy, bevor die neue Gruppe kommt. Oh, ich habe eben mit Tahani gesprochen. Ach ja? Und was hat sie gesagt? Ich dachte, du wolltest das morgen bei dem komischen Theaterding machen. Hallo? Sorry, Sicherheitsfritze schleicht hier rum. Musste so tun, als ob ich arbeite. Sie greifen gerade hart durch, wenn man rumluscht. Ja, keine Ahnung, Mann. Ich glaube, sie steht nicht auf dich. Sorry. Kopf hoch. Ich sag dir, wie schlecht das Stück ist. Vielleicht bist du dann besser drauf? Danke, Mann. Okay, da wollte also irgendjemand eine Beziehung anfangen, hat aber nicht so funktioniert. Na gut, gehen wir mal weiter. Mal gucken, wo wir da jetzt hinkommen. Das sieht ja schon mal sehr, sehr, sehr spannend aus, das alles hier. Aber wo sind denn die anderen? Ich meine, wir haben bisher nur einen linearen Strang gefunden, den wir hier lang gehen können. Die anderen müssen dem ja auch gefolgt sein. Die müssen sich ja hier auch irgendwo bewegen. Aber wo? Da draußen die Solarpaneele? Die guten? Outward. Ah, ich glaube, da müssen wir wieder irgendwas verbinden, so wie es aussieht. Na, herzlichen Glückwunsch. Die Tür zur Brücke ist verschlossen. Ein Streampunkt sollte sie öffnen. Verstanden. Gebt uns Updates. Na, gucken wir mal. Ein Streampunkt sollte sie öffnen. Das kann ja spannend werden. Okay. MPT verbinden. Wahrscheinlich mit dem hier. Oder mit dem da hinten. Vielleicht ist das das Falsche, ich weiß es gar nicht. Warte mal ganz kurz. Achso, die Tür ist offen. Aber die Tür kann ja hier auch geöffnet werden, oder? Das wäre ja viel gescheiter, wenn wir so die Tür öffnen. Wobei, dann kommen wir hier nicht durch, da ist ein Glas. Au. Das geht nicht. Na gut. Naja, hätte funktionieren können, hat's aber nicht. Okay, vielleicht müssen wir hier... Ah, wir schneiden das erstmal auf. Zack, 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 zack. Hallo? Ah, und da bauen wir uns einfach ein nächstes von den Dingern auf hier. Sehr schön. So geht's nämlich weiter. Und so öffnet sich die nächste Tür. So, und ich vermute mal, Luftschleuse klingt schon mal gut. Hat die Strom? Na, eher nicht so. Okay, ich glaube, wir müssen hier schneller reagieren, bevor die Tür zugeht. Sollten wir irgendwie das da hinten öffnen? Ja, das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Kacke. Es sollte sich auch durch Glas verbinden lassen. Durch Glas verbinden lassen? Na, das funktioniert schon mal gar nicht. Okay, das ist viel zu weit weg, so wie es aussieht. Was sollte das heißen? Das sollte sich durch Glas verbinden lassen. Aha. Sollte sich das hier vielleicht durch Glas verbinden lassen, aber wie kommt man denn dann wieder zurück? Ist die Frage. Ah, ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Wir lassen das mal eingeschalten. Und verbinden dann das hier, um die Tür geöffnet zu halten. Und verbinden dann das mit dem da hinten, weil dann ist nämlich egal, wie weit die Reichweite ist. Die Tür kommt uns nämlich nicht mehr in die Quere. Ah. Und dann haben wir uns den Eingang geöffnet. Direkt zur Brücke. Hohohoho. Bin durch. Gute Arbeit, Candy. Ja, jetzt weiter zur Brücke.
Und ich würde mal sagen, wo es uns dahin verschlagen wird, ob wir da tatsächlich schon in der nächsten Folge auf dem Mars Fuß fassen werden, das werden wir rausfinden in der nächsten Runde hier bei Let's Play Deliver Us Mars. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns morgen wieder. Und ich glaube, die morgige Folge wird einer der spannendsten Folgen im gesamten Let's Play werden. Dankeschön fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss!